Letzte Woche haben wir über das schwarze Loch aus Interstellar gesprochen. Um Gargantua kreist nämlich ein Planet, auf dem jede Stunde 7 Jahre vergehen. Und ich wollte wissen, ob es so einen Planeten wirklich geben könnte. Doch danach, Achtung Spoiler, fällt Cooper ins schwarze Loch hinein. Ab da nimmt der Film eine, sagen wir, etwas künstlerische Wendung. Und das ist total okay, aber ich wollte wissen, was mit einem wirklich passiert, wenn man in ein schwarzes Loch hineinfällt. Denn schwarze Löcher sind, wie ich finde, die faszinierendsten Phänomene in unserem Universum. Also, fragen wir die Wissenschaft. Black holes are among the most fascinating objects in our universe. They collapse. We don't know what happens right in the middle. Ein schwarzes Loch ist eigentlich nur eine sehr stark komprimierte Masse. Es gibt nichts, was die Masse, aus der ein schwarzes Loch besteht, irgendwie besonders macht. Ja, sogar du könntest zu einem schwarzen Loch werden, wenn du dich nur in einen sehr kleinen Raum zwängen würdest. Wie klein? Nun, die gesamte Erde müsste zum Beispiel auf die Größe dieser Kugel hier komprimiert werden, um zu einem schwarzen Loch zu werden. Und alle unsere Planeten in unserem Sonnensystem würden zu einem schwarzen Loch werden, das gerade mal so groß ist. In der Realität sind es aber nicht Planeten, die zu schwarzen Löchern werden, sondern Sterne. Wenn sie massereich genug sind, implodieren sie am Ende ihres Lebens in einer Supernova. Und dann werden sie zu einem schwarzen Loch. Planeten tun das, soweit wir wissen, nicht und haben auch eh nicht genug Masse dafür. Also, was definiert ein schwarzes Loch? Vielleicht wisst ihr, dass Masse die Raumzeit krümmt. Das wird dann oft so dargestellt. Das ist zwar nicht wirklich akkurat, weil die Darstellung zum Beispiel nur zweidimensional ist, aber zum Verständnis finde ich das immer sehr hilfreich. Sobald die Masse den Raum um sie herum so stark krümmt, dass nicht einmal Licht entkommen kann, in der Sekunde ist es ein schwarzes Loch. Und hier müssen wir direkt mal mit einem großen Irrtum aufräumen. Denn ich glaube, dass viele denken, dass das schwarze Loch eine so starke Anziehungskraft hat, dass das Licht nicht wegfliegen kann. Und es stimmt auch, aber nicht, weil das schwarze Loch an den Photonen direkt zieht, sondern weil das schwarze Loch die Raumzeit so stark krümmt, dass alle Orbits wieder zurück zum schwarzen Loch führen. Quasi alle Wege führen nach Rom, nur dass Rom das schwarze Loch ist. Egal in welche Richtung du gehst, du kommst am Ende immer wieder im schwarzen Loch an. Übrigens, ich spreche die ganze Zeit von dem schwarzen Loch. Dabei gibt es nicht das eine schwarze Loch, sondern mehrere verschiedene. Nach ihrer Masse sortiert sind das primordiale schwarze Löcher, stellare schwarze Löcher, mittelschwere und supermassereiche schwarze Löcher. Letztere befinden sich übrigens meistens in den Zentren von großen Galaxien. Dazu muss man aber sagen, dass man bisher nur stellare und supermassereiche schwarze Löcher beobachten konnte. Mittelschwere schwarze Löcher müsste es theoretisch geben, da stellare zu supermassereichen schwarzen Löchern verschmelzen und die mittelschweren quasi der Zwischenschritt sind. Das mittlere Pokémon in der Evolution, wenn man so will. Primordiale schwarze Löcher existieren erstmal nur in der Theorie. Und dann gibt es da noch akustische schwarze Löcher, die wir hier auf der Erde erzeugen können, aber das verdient, glaube ich, ein eigenes Video. Von außen betrachtet reichen übrigens alleine die Masse, der Drehimpuls und die elektrische Ladung aus, um alles zu beschreiben, was es über schwarze Löcher zu beobachten gibt. Und das ist ja irgendwie mega faszinierend, oder? Überleg mal, wie viele Attribute man bräuchte, um die Erde komplett zu beschreiben. Alle Berge, alle Meere, Vulkane, Wolken, Tiere, alle Menschen und alles, was es sonst noch so auf der Erde gibt. Schwarze Löcher brauchen nur diese 3 Werte, um sie von außen in ihrer Gänze zu beschreiben. Sie sind nämlich glatte Kugeln und haben keine Haare, wie es John Wheeler gesagt hat. Sie haben keine Frisuren, die sie, abgesehen von diesen 3 Parametern, individuell kennzeichnen. Was uns zu einem weiteren Mythos bringt. Der klassische Kindheitsalbtraum, von einem schwarzen Loch eingesaugt zu werden. Vielleicht, weil immer gesagt wird, dass nicht einmal Licht ihnen entkommen kann. Oder weil schwarze Löcher tatsächlich sehr hohe Anziehungskräfte haben. Aber irgendwie denken viele, dass schwarze Löcher wie Staubsauger sind, die alles im Universum einsaugen und für immer verschlucken. Und nun ja, selbst das stimmt irgendwie, aber sie saugen eben nicht anders, als die Erde oder die Sonne Sachen ansaugen. Oder besser anziehen, nämlich mit ihrer Gravitation. Ein schwarzes Loch mit der Masse unserer Sonne würde ohne Probleme unsere Sonne ersetzen können. Wenn das von jetzt auf gleich der Fall wäre, würden wir weiterhin auf unserer Bahn um das Zentrum herum kreisen,
Nur, dass wir natürlich nach 8 Minuten kein Licht mehr abbekommen würden und wahrscheinlich alle erfrieren würden. Aber die Erde würde weiterhin einmal im Jahr einen Orbit vollführen und wir würden vom Schwarzen Loch nicht eingesaugt werden. Genauso wenig wie Millers Planet in Interstellar vom Schwarzen Loch eingesaugt wurde. Okay, aber was wäre, wenn du jetzt doch aus Versehen in ein schwarzes Loch fallen würdest? Nun, zum einen wäre das tatsächlich sehr schwierig. Selbst die Raumsonde Solar Orbiter muss extrem komplizierte Flugbahnen vollführen, um zur Sonne zu gelangen. Obwohl sie ja eigentlich alles in unserem Sonnensystem anzieht. Orbitalmechanik ist weird. Aber gut, sagen wir, du schaffst es trotzdem irgendwie, dann solltest du gut versichert sein. Nur, welche Versicherung greift da jetzt? Auch im Alltag wirkt das Thema für viele ähnlich kompliziert wie Orbitalmechanik. Aber vielleicht ist es ja einer eurer guten Vorsätze fürs neue Jahr, euch mal intensiver mit euren Versicherungen auseinanderzusetzen. Und genau dabei kann euch Clark unterstützen. Über die Clark-App habt ihr all eure Versicherungen im Überblick und könnt euch kostenlos dazu beraten lassen. Das kann helfen, relevante Dinge abzusichern oder Geld für unnötige Versicherungen zu sparen, was natürlich gerade im Moment mega praktisch ist. Wichtig zu wissen, Clark tritt als Makler für euch auf. Das ist hilfreich, wenn ihr alte Versicherungen einfach kündigen oder neue abschließen wollt. Es wird aber auch relevant, wenn ihr schon einen Makler habt, der verliert dadurch nämlich sein Mandat an Clark. Das solltet ihr also unbedingt beachten. Wenn ihr jetzt eure Versicherungen mit Clark optimieren wollt, dann geht einfach auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung oder scannt den QR-Code hier und gebt bei der Registrierung den Code Watson ein. Damit bekommt ihr für bis zu 3 bestehende Versicherungen je einen 15-Euro-Gutschein, zum Beispiel für Cyberport, Amazon oder den App Store. Und natürlich unterstützt ihr damit auch noch uns und unsere Videos. Vielen Dank. Okay, wo waren wir? Ach ja, du fällst gerade in ein schwarzes Loch. Wie sieht das aus? Nun, die Antworten unterscheiden sich für dich, der in ein schwarzes Loch fällt, und mich, der das Ganze von außen beobachtet. Sorry. Für mich wird das Licht rot verschoben. Das heißt, die Wellen werden in die Länge gezogen, sodass sie immer rötlicher und immer schwächer werden. Ich würde also sehen, wie du immer rötlicher und immer dunkler wirst, bis du irgendwann ganz verschwindest und nie wiederkehrst. Aber für dich sieht die Sache ganz anders aus. Wenn du in ein schwarzes Loch hineinfällst, dann fühlt es sich nicht an, als würdest du eingesaugt werden, sondern du schwebst einfach nur. Natürlich fällst du in Wahrheit, aber ein freier Fall fühlt sich schwerelos an. Du solltest diesen Moment unbedingt genießen, denn viel Zeit bleibt dir in diesem Universum nicht mehr. Du rast gerade auf deinen Tod zu. Zuerst kommst du an der Photonensphäre vorbei. Das ist eine Fläche, auf der Photonen in einem instabilen Orbit um ein schwarzes Loch herum kreisen können. So wie Planeten um die Sonne kreisen, können auch Photonen dank der unglaublich stark gekrümmten Raumzeit hier um ein schwarzes Loch kreisen. Wenn du dich in der Photonensphäre zur Seite drehst, dann kannst du theoretisch deinen eigenen Hinterkopf sehen. Das reflektierte Licht von deinem Hinterkopf fliegt einmal komplett um das schwarze Loch herum und fällt dann von vorne in deine Augen. Etwas weiter in Richtung schwarzes Loch kommt der Ereignishorizont. Die Grenze, ab der nichts mehr aus einem schwarzen Loch herauskommt. Nicht einmal Licht. Manche Theorien besagen, dass man spätestens hier sterben würde. Andere gehen davon aus, dass nichts Besonderes passieren würde und man gar nicht merken würde, wann man genau den Ereignishorizont überschreitet. So oder so, mitteilen könntest du es dem Rest des Universums nicht mehr. Jede Art der Kommunikation, ob per Radio oder Lichtwellen, selbst über quantenverschränkte Teilchen, bleibt im schwarzen Loch. Und nein, man kann sich auch nicht an einem Seil oder Kabel festhalten und nur mal kurz reinschauen. Sobald man einmal hinter dem Ereignishorizont ist, gibt es keinen Weg mehr zurück. Du wirst bald auf jeden Fall sterben. Je nach Größe des schwarzen Lochs passiert das übrigens sogar schon vor dem Ereignishorizont. Und spannenderweise sind kleinere schwarze Löcher hierbei gefährlicher als große. Wenn du mit den Füßen voran auf das schwarze Loch hinschwebst, dann erfahren deine Füße eine höhere Gravitation als dein Kopf. Sie werden stärker angezogen und damit wird dein ganzer Körper auseinandergezogen. Die Kräfte werden immer stärker, bis du irgendwann auseinandergerissen wirst. Am Ende bist du nur noch ein langer Strahl aus heißem Plasma, der zum Mittelpunkt des schwarzen Lochs gezogen wird. Du siehst dann aus wie eine Spaghetti, was Stephen Hawking zum ersten Mal so genannt hat. Und deswegen heißt dieses Phänomen nun offiziell in wissenschaftlichen Papern, kein Scherz, Spaghettisierung. Soll noch mal einer sagen, Wissenschaftler hätten keinen Humor. Nun bist du also tot, aber deine Masse wird weiterhin mit einer unglaublichen Geschwindigkeit zum Mittelpunkt des schwarzen Lochs gezogen. Zur Singularität. Und was da passiert? Nun, das ist unmöglich zu sagen.
Die Gesetze der Physik brechen hier zusammen, denn die Raumzeit selbst kollabiert. In der Singularität treten immer mehr Quanteneffekte aufgrund der mikroskopischen Größenordnung auf, welche in der Relativitätstheorie einfach nicht berücksichtigt werden. Es braucht also eine neue Theorie, die vorhersagt, was auf sehr kleinen Längenskalen unter großer Gravitation passiert. Ohne diese Theorie kann man nicht sagen, was an oder in der Singularität passieren wird. Es ist physikalisch einfach noch nicht verstanden, noch nicht einmal definiert. Aktuell ist man sich nicht mal sicher, ob es überhaupt eine Singularität gibt. Das heißt, alles, was man bisher darüber gehört hat, was hinter dem Ereignishorizont passiert, sind erstmal nur Theorien und nichts davon ist bisher belegt. Zum Beispiel, dass man den gesamten zeitlichen Verlauf des Universums sehen würde. Hier vergisst man den Doppler-Effekt und die Aberration des Lichts. Andere Theorien besagen, dass man hier Wurmlöcher zu anderen Orten im Universum oder gar zu Paralleluniversen findet. Oder dass es hier zehntausende Bücherregale gibt. Nun, das alles ist nicht falsch, solange wir es nicht widerlegen können. Und wir werden es vermutlich nie so richtig widerlegen können, weil es, nach unserem aktuellen Verständnis, unmöglich ist, ein schwarzes Loch von innen zu untersuchen. Ach ja, und wenn das alles noch nicht kompliziert genug war, alles, was ich in diesem Video bisher gesagt habe, bezog sich auf nicht rotierende schwarze Löcher. Nach unserem aktuellen Verständnis rotieren aber alle schwarze Löcher in unserem Universum und das sorgt nochmal für viel mehr komplexe Physik und Mathematik. Zum Beispiel kann es hier mehrere Ereignishorizonte und mathematische Instabilitäten geben. Und auch die Ergosphäre. Das ist ein Bereich außerhalb des Ereignishorizonts, in dem es unmöglich ist, stillzustehen. Zumindest von außen betrachtet müsste man sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen, weil die Raumzeit vom sich drehenden schwarzen Loch mitgerissen wird. Aber woher wissen wir, dass es schwarze Löcher überhaupt gibt? Sie sind doch per Definition unsichtbar, weil kein Licht mehr herauskommen kann. Nun, schwarze Löcher selber ja, aber die Masse, die in sie hineinfällt, ist ironischerweise super hell, weil sie teilweise super heiß wird. Und genau die kann man fotografieren. Und wie das geschafft wurde, das könnt ihr euch hier anschauen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt neugierig. Euer Cedric.